Ja, willkommen zum Wunschvideo der Woche. Und zwar hat Jan Philipp mich gefragt, wie man eine Startseite, eine Landingpage aufbaut. Ich nehme mal an, eine hochkonvertierende. Deswegen zeige ich euch gleich am Hand unserer Einfach-Neukunden-Seite, wie die Seite aufgebaut werden muss, wenn ihr sowas plant. Und es gab noch zwei weitere Fragen, die ich auch gerne beantworten möchte. Und zwar kam noch die Frage auf, wie man ein Verkaufsgespräch aufbaut. Dazu habe ich euch ein Video verlinkt hier unter diesem Beitrag. Und André wollte noch wissen, wann man bei einem Kunden Nein sagen sollte. Und dazu mache ich einen extra Beitrag. Das schaffe ich jetzt heute leider nicht mehr. Aber dazu mache ich tatsächlich einen extra Beitrag, denn das ist enorm wertvoll, dass ihr wisst, wann ihr einen Kunden vielleicht auch mal nicht annehmen sollt. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch aus dem Mund eines Verkaufstrainers, aber es gibt tatsächlich auch Fälle, wo wir sagen, ey, ich glaube, es ist besser, wenn wir diesen Kunden nicht nehmen. Und woran wir das festmachen, dazu gibt es einen extra Beitrag in den kommenden Tagen. Jetzt nehme ich euch erstmal mit in die Einfach-Neukunden-Seite und zeige euch, nach welchen Kriterien, nach welchem Muster die aufgebaut ist. Viel Spaß dabei. So, lass uns die Seite einmal ganz kurz analysieren. Wir haben hier eine kleine Headline, wo wir schon mal schreiben, was ist es? Dann kannst du hier ein Logo verbauen, irgendwo hin. Das spielt keine Rolle, ob rechts, links, mittig. Das kannst du dir aussuchen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht direkt dein Angebot hier platzierst und dann da direkt schreibst, ich bin das und das, ich bin Physiotherapeutin mit 35 Jahren Erfahrung, ich bin virtuelle Assistentin mit 20 Jahren Berufserfahrung in dem Bereich und so weiter. Das kannst du später machen. Was die Kunden wollen, ist, sie wollen wissen, was kannst du für sie tun. Und deswegen haben wir hier oben einmal, ich mache mich mal ein bisschen kleiner, warte mal. So, deswegen haben wir hier oben eine erste Headline, wo wir schreiben, was ist es? Es ist die kostenlose Community für selbstständige Coaches, Berater und Dienstleister. Also da haben wir schon mal drinne auch, was ist es und für wen ist diese Seite gedacht. Und als zweites schreiben wir dann gleich, was bekommst du, wenn du diese Seite hier weiterliest? Das ist unser Kundenversprechen, unser Nutzerversprechen als Expertin und Experte einfach Neukunden gewinnen. Ist ganz easy. Und dann wieder drunter dein Vorteil, wenn du zu uns in die Community kommst. Du hast einen Austausch mit Gleichgesinnten, bekommst noch Zugang zu Premium-Online-Kursen und so weiter und so fort. Also das ist ganz wichtig, dass du hier oben einmal schreibst, was ist es? Aber dann ganz wichtig, was kann es? Hier haben wir dann nochmal ein Bild, wo man hinschaut, wo man sagt, ey, das sieht gut aus, das ist peppig, das gucke ich mir zumindest mal näher an. Und auch auf dem Handy muss das natürlich, auf dem Smartphone muss das natürlich auch schön aussehen. Hier oben auch wieder der Header-Bereich. Weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Und ganz wichtig ist hier schon den Button so hinzubauen, dass man ihn sieht. Also, dass man hier schon direkt drücken kann. Und da musst du dir vielleicht 2, 3 Smartphones einmal anschauen. Bei Samsung und bei iPhone zum Beispiel gibt es da Unterschiede je nach Bildschirmgröße. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir vielleicht auch nochmal ein zweites Handy zulegst oder einen Freund oder Bekannten einmal bittest, dass er das für dich checkt. So, das zweite ist dann hier natürlich ganz wichtig. Was bekomme ich hier? Auch hier haben wir wieder eine Mischung. Was ist es? Was kann es? Immer ganz wichtig, was ist es, was kann es? Und dann hier natürlich den Call to Action, also den Button, dass der Kunde hier auch direkt schon sagen kann, alles klar, ich bin dabei. Und hier nochmal drunter eine Verknappung, das ist immer ganz cool. Und wenn du schon hast, dann kannst du auch hier direkt Proof oder Beweise liefern, damit Kunden sehen, dass das, was du hier versprichst, also als Expertin und Experte einfach Neukunden gewinnen, dass du das dir nicht ausgedacht hast, sondern dass es Beweise dafür gibt, dass du dein Versprechen, das du hier oben gibst, auch einhalten kannst. Deswegen ist dieser Bereich hier mega, mega wichtig. Wir haben noch eine andere Seite, die ist etwas kürzer. Da ist es ähnlich. Also du siehst immer der gleiche Aufbau. Hier hinten ein aufmerksamkeitsstarkes Bild. Also hier oben wieder, was ist es? Was bekommst du hier? Und dann in so einer Trichterform direkt, dass der Kunde hier draufgeleitet wird auf jetzt gratis teilnehmen. Hier nochmal Proof. Im aktuellen Stand sind wir bei 527 Bewertungen. Das ist natürlich sehr viel Proof. Wenn du jetzt am Anfang noch nicht so viele Bewertungen hast oder Testimonials hast, dann mach da zum Beispiel hin,
nutze die Expertise aus über 20 Jahren oder 10 Jahren oder was auch immer du schon auf dem Buckel hast, wenn du so willst, und schreib das dann mit dazu, also das, was du gut kannst, damit die Leute dir auch glauben, dass das gut ist, wenn sie die Seite hier anschauen. Und dann kriegen die hier direkt auch gleichzeitig wieder das, was sie hier erwartet. Und diese Seite ist relativ kurz. Ich gehe das jetzt nur schnell mal durch. Einmal noch, was bekommst du als Kunde? Also auch hier wieder die Vorteile. Warum solltest du hier dabei sein? Und wenn du mal guckst, hier ist noch nicht ein Wort von mir. Es interessiert erstmal nicht, wer ich bin. Ja, wenn, also deswegen, das machen 95% aller Webseiten sind falsch aufgebaut, weil die da oben direkt sagen, ich bin so und so, ich bin die Claudia, ich bin der Karl-Heinz, ich mache dies und das und jenes. Das interessiert erstmal keinen. Die Leute wollen wissen, was kannst du für sie tun? Der Rest kommt alles später. Und genau deswegen habe ich mich hier unten dann irgendwann mal noch platziert, damit du siehst, okay, mit wem hast du es hier überhaupt zu tun? Und das war's. Das ist schon eine Landingpage, die sehr, sehr gut konvertiert. Also die Top-Verkäufer-Challenge hier, die läuft bei uns also wirklich, man könnte schon sagen, wie geschnitten Brot. Die funktioniert sehr gut. Es muss gar nicht viel sein und auch gar nicht lang. Bei der einfach Neukunden-Community ist es so, wir haben hier die ein bisschen ausführlicher gemacht. Wir sprechen hier die Zielgruppe an. Also wer gewinnt einfach Neukunden mit uns? Nochmal, damit du dich hier drin wiederfindest. Du bist ein Coach, du bist Dienstleister, Dienstleisterin, Expertin oder Experte und bekommst das von uns. Ohne, das ist immer wichtig, das hier bekommst du, ohne dass du das und das hier machen musst. Also etwas, was zum Beispiel deine Kunden nicht gerne machen. Ich weiß, meine Kunden sind ungern den ganzen Tag auf Social Media, posten das stundenlang oder schalten Werbeanzeigen, die teuer sind und nichts bringen. Das ist ein Painpoint meiner Kunden, das weiß ich und deswegen sage ich denen das auch hier. Wir gewinnen Kunden für dich, also du selber, wir zeigen dir, wie es geht, ohne dass du das machen musst. Und das ist eine Erleichterung, weil dann sage ich mir, okay, das möchte ich wissen. Ich möchte gerne wissen, wie er das macht. Und hier habe ich einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Hier müsste normalerweise wieder ein Button hin, jetzt teilnehmen oder was auch immer. Und das hier ist so ein bisschen wie Förmchen spielen. Ich biete dir hier was an. Ja, mach dich hier heiß. Hey, cool, coole Sache hier. Und dann sage ich dir aber auch gleichzeitig, du, pass mal auf, wenn du nicht aktiv werden möchtest in dieser Community, dann bringt dir das nichts. Bitte nimm dann nicht teil. Ja, dann wäre das zum Beispiel Quatsch. Und dann nochmal drei Gründe, warum du der einfach Neukunden-Community jetzt teil oder beitreten solltest. Hier unten ist der Button. Hier müsste auch noch einer hin. Und dann nochmal, was du dann bekommst. Da kommen dann erst die Merkmale. Und ich überspringe das jetzt einmal. Auch dann wieder ein Button, wieder eine Verknappung, wieder Proof, Testimonials, Kundenstimmen und auch wieder ganz unten dann erst wir, wer wir sind, About Us. Nochmal. Mach bitte den Fehler nicht und fang hier oben an. Ich bin so und so und ich mache das schon, das und das. Wollen die Leute nicht wissen, die wollen wissen, was kannst du für sie tun? Aufbau, Convincing Script bitte beachten, Pattern Interrupt. Dann Problembeschreibung, Wunschbeschreibung, dann Lösung, Proof und dann Call to Action. Und die Call to Action, die haben wir verteilt, hast du ja gesehen, über die ganze Seite hinweg. Ja, überall kommen diese Buttons. Hier nochmal zum Schluss, falls du es jetzt doch machen möchtest, dann kommt hier unten nochmal so das Finale. Und dann hier unten, wenn du eine Landingpage baust und die auch bewerben willst, musst du noch hier unten diesen Hinweis reinschreiben, sonst kann das sein, dass deine Werbeanzeigen abgelehnt werden. Und falls du noch nicht dabei bist bei der Einfach-Neukunden-Community, das ist nur eines von vielen Themen, das wir da besprechen. Komm gern kostenlos mit dazu. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, dein Uwe.